Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und ja, ich bin wieder da. Ich mache aber ein bisschen langsam am Anfang. Ich mache erstmal zwei Videos pro Woche. Livestreams wird es erstmal noch nicht geben. Ja, ihr könnt es ja verstehen wahrscheinlich. Heute habe ich für euch das Starterpack hier der Magitechs Extra Serie der Saison 2020-2021. Man erkennt das gar nicht richtig durch das Gold hier. Da. Jawohl. In diesem Starter-Pack ist hier limitierte Karten, Bundesliga-Meisterschale und Jean-Philippe Mateta drin von Mainz 05. Dann haben wir hier Inhalt, Sammelmappe, Checkliste. Ups, ihr seht es ja gar nicht. ich meine hier. Hier unten steht es, Sammelmappe, Checkliste, 20 Karten plus 2 limitierte Karten garantiert und Spielfeld und Collector Guide. Jawohl. Wir sehen hier drauf, wen erkenne ich denn hier? Kimmich auf jeden Fall. Hier ist Freiburg. Der war auch schon bei den Bayern. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. jetzt hängt es bei mir. Hier ist, glaube ich, ist das Guerrero oder Reyna? Ich weiß nicht mehr. Ach, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich habe es mit den Namen. So, dann haben wir hier Starte in die Rückrunde mit deiner Bundesliga Magitechs Extra Kollektion. Alles in deiner Hand. Alle deine Bundesliga Magitechs Extra Karten in einem Binder und Checkliste für die Kollektion. Neue Spieler und Kartenkategorien für deinen Bundesliga Magitechs Kader. Limitierte Karte mit Originalunterschrift von Giovanna Reyna. Also ist es Reyna hier vorne drauf, oder? Ja. Gut. Der Schalker. Wer ist das nochmal? Keine Ahnung. Ah. Ja, egal. Auf jeden Fall schauen wir hier in das Starterpack nach dem Intro rein und bis gleich. So, auf geht's. Wir reißen das Ding mal auf. UVP ist hier natürlich 8,99. Da steht's. Erste und zweite Bundesliga. Und mal gucken, ob es sich gut öffnen lässt oder ob ich mein Zaubermesser holen muss. Oh, okay, es geht auf. Das ist gut. Da holen wir mal alles raus. So. Zack. Da haben wir das alles. Mülleimer da unten. So. Hier haben wir die Checkliste. Sieht man da alles? Zweite Bundesliga Matchwinner-Karten. Bundesliga Flügelzangen-Karten. Oh ja. Flügelzangen-Karten. Mal kurz gucken. Bayern München, Sané und Gnabry. Jawolski. Okay. Was haben wir denn hier noch für Karten? Bundesliga Arounder-Karten. Okay. Dann haben wir noch zweite Bundesliga-Karten. Dann hier unten noch Bundesliga International Stars-Karten. Okay. Dann haben wir hier noch Bundesliga Matchwinner und Club 100-Karten. Bundesliga Führungsspieler-Karten. Bundesliga Legenden-Karten. Wen haben wir denn da? HSV? Jörg Alberts und SV Werder Bremen, Winton Rufer. Ach Gott. Da haben wir hier noch limitierte Karten und Mega Sammeldose ab März 2021. Okay. Und dann hier noch limitierte Karten. Supercup-Trophäe, offizieller Spielball Winter, Schalke 04, Nastasic, Stuttgart, Gregor Kobel, Wolfsburg,
Weghorst, ein offizieller Spielball. Alles ab März in der Mega-Sammeldose. Okay, da bin ich mal gespannt. So, was haben wir denn hier noch? Ein bisschen Werbung. Werde Teil der Tops-Community. Hier kostenlose App-Karten. So, dann haben wir hier die beliebten Zahlen. Ich werde sie nicht nutzen. Gut, dass es jetzt einfach so dabei legen und nicht einfach in die Mappe einkleben. Finde ich schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier wahrscheinlich den Spielplan. Ach, Spielplan. Spielfeld. Jawolski. Noch nie gebraucht. Aber zig davon. Ja. Hier ist auch nochmal alles beschrieben, wie gespielt wird und so. Dann haben wir hier noch den Spielplan 2020-21. Und hier haben wir noch deine Bundesliga Match Attacks Extra Kollektion. Finde hier alle Informationen rund um die neuen Karten, Kategorien und Highlights. Also Club 100 kennen wir ja alle, Match Winner. Das hier ist neu, Flügelzange. Findest du alle 18? Na, das werden wir mal sehen. Es wird noch Display geben, dann wird es noch Blister geben und es werden noch zwei Mini-Tins kommen, aber alles so nach und nach. Ich will erstmal langsam anfangen. Ja, dann haben wir noch Bundesliga-Legenden, die kennen wir noch aus der Hauptserie. Verbessere dein Team. Von Davies habe ich immer noch nicht die Autogrammkarte. Schade. Ja, manche haben mich angefragt wegen den Tauschen. Ich kam leider noch nicht dazu, meine doppelten Karten leider zu sortieren. Tut mir echt leid. Mich fragen immer noch welche. So, hier haben wir das Frontcover. Das ist wie auf dem auf der Tüte. Dann haben wir hier nochmal die Checkliste von der ersten Liga von Augsburg. Hier gibt es immer 4 Karten pro Verein. Ja, moin. Warum macht man sowas? Man hat hier 3 Reihen. A9 Karten normalerweise auf einer Seite und man macht hier 4 Karten pro Verein. Ja, keine Ahnung. Dann haben wir hier noch Bundesliga-Auswärtstrikotkarten. Dann haben wir hier noch Bundesliga-Abwehrchefkarten. Okay. Gab es die schon mal? Ich glaube. Also, ich wüsste nicht. Dann haben wir da unten die zweite Liga. Ja. So, dann machen wir das hier mal rein. Rein damit. So. Ich habe ziemlich lange Pause jetzt gemacht. Ja. Ich habe aber gemerkt, dass ihr alle da geblieben seid. Dafür vielen Dank. So. Also ab und zu mal sind 2-3 Abonnenten mal flöten gegangen, aber kamen wieder. Ich weiß nicht, ob das von YouTube war oder ob das echte Abonnenten waren, wo mal gegangen sind und wieder kamen. Ist aber auch egal. Hauptsache, die meisten sind da. Was ist das denn? Gehen die nicht weiter rein? Ich glaube, das war auch schon, oder geht? Es müsste noch gehen. So, das wäre jetzt das Album. Zack. Und zack. Jawolski. Das wäre das Starterpack. Und dann kommen wir hier noch zu dem Päckchen hier mit den Karten. Schauen wir mal. Also 2 limitierte Karten müssten drin sein. So. Von hinten sehen sie aus wie von der alten Serie. So, ich habe mal ein bisschen rangezoomt. Müsste aussehen wie von der alten Serie, wie gesagt, die Rückseite. So, da hätten wir hier die Meisterschale der ersten Liga
finde ich mal echt cool. Bundesliga. Das ist die LE. LE 19. Nicht schlecht. So. Ja, jetzt seht ihr die Mappe nur noch hier so. Machen wir es so, dass ihr die Spieler seht. So. Dann hätten wir hier Mateta für Mainz 05. Das ist die LE 29. Da kommen hier noch ein paar Limis von der Mini-Tin. So, hier ist wieder für euch, für die App. So, jetzt muss ich erstmal wieder Karten drehen, wie immer. Das ist noch nicht anders. So. Wupp. Wupp, wupp, so. Wir fangen an hier mit. Das Mikro ist im Weg. So. Wir haben hier Costa von den Bayern. Jawolski. Auf Instagram, da heiße ich Stürmer Andreas. Also Stürmer-Andreas. Habe ich Bilder und Video, ein Video hochgeladen. Und zwar habe ich mir so eine Bayern-Ecke gemacht. Und da hängt jetzt eine Vitrine mit meinen besten Bayern-Karten drin. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal vorbeischauen und euch das mal ansehen. Ja. Und ab und zu mal poste ich auch mal irgendwas. Ja. So. Costa von den Bayern. Dann haben wir hier. Entschuldigung. Strauß von Erzgebirge Aue. Dann haben wir hier. John Manuel Mbom von Werder Bremen. Dann haben wir hier Florian Müller von Freiburg. Dann haben wir hier Gebio Suku von Arminia Bielefeld. Dann haben wir hier von Kiel Johannes Vandenberg. Dann haben wir hier von Nürnberg Enrico Valentini. Als nächstes haben wir hier Daniel Hegele von den Würzburger Kickers. Wir haben hier Alexander Esswein von Sandhausen. Als nächstes haben wir hier Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf. Oh, hier haben wir einen Kölner. Grüße gehen an Julian. Duda. Andrei Duda. FC Girl. Dann haben wir hier noch was für Kolle Knolle. Marc Uth von Schalke. Hundela haben sie ja wieder zurückgeholt. Kolasinac und. Ah. Da war da noch einer. Jetzt komme ich auch nicht auf den Namen. Verdammt. Hier haben wir Robert Gumni von Augsburg. Dann haben wir hier Boyata von der Hertha. Grüße gehen an PAX United oder PAX Trader. Ja, die Zwillinge. oh, hier haben wir Auswärtstrikot von Leverkusen, Amiri. Auswärtstrikots gab es, glaube ich, auch schon in der letzten Saison. Dann haben wir hier Felix Klaus von Wolfsburg. So, da hätten wir hier Matchwinner von Freiburg. Dominik Heinz. Na. Als nächstes haben wir hier von Hannover 96 Matchwinner Haraguchi. Oh, dann hätten wir hier von den Bayern Arounder, eine Arounder-Karte, Alfonso Davis, Jawolski. Und dann haben wir hier noch Flügelzange von Mainz 05, eine neue Karten-Serie, nicht, aber, ah, wie nennt sich das nochmal? Eine neue Karten, ja, egal. Hier haben wir Duo, Quaison und Onisivo.
Finde ich eigentlich nicht schlecht. Gibt's, glaube ich, von jedem Verein der ersten Liga. Ich wüsste nicht, dass es die auch für der zweiten Liga gibt. Bundesliga Flügelzange, ja. Ne. Gibt's wahrscheinlich nur in der ersten Liga. Jawohl. Freut euch drauf. Ich gucke mal, wann das zweite Video für diese Woche kommt. Ich denke mal, Samstag wäre nicht schlecht. Also heute ist ja Mittwoch. Dann am Samstag ein neues Video. Ich überlege mir, was noch kommt. Ich hätte auch hier noch das hier hätte ich auch noch. Die FIFA 365 Update Edition hätte ich auch noch. Dann habe ich ja noch alles von der Magitex Extra Serie. Die zwei Mini-Tins, ein Display und zwei Blister. Ja, vielleicht interessiert euch irgendwas sehr und dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, was ich euch als nächstes zeigen soll. Ja, dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag noch und bis dann. Ciao.